Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier eine Kategorie Mähdrescher hier diesen Class Lexion der 500er Reihe euch heute hier vorstellen. Der kostet hier 310.000 Euro, so wie da steht, und 15.810 Leasing. 8.600 Liter ist hier unser Kornspeicher groß. Mehr komme ich leider nicht rauf zum Schauen. Und wir haben hier einen 80 Liter AdBlue Tank und einen 800 Liter Kraftstofftank. Eine Geschwindigkeit auf der Straße von 30 km/h. Und ja, da haben wir hier immer einen Fehler drin, wenn wir den das erste Mal hier uns anschauen. Da haben wir jetzt hier den Motor drin, den 530 hier. Sehen wir auch hier seitlich hier die Bezeichnung. Also dieser Wert hier passt irgendwie nicht so ganz, komischerweise. Da hätte der hier, jetzt gehen wir mal retour, so her. Da sehen wir jetzt, hier haben wir 295 PS, entsprechend hier 217 kW. Dann haben wir den 540 hier, da haben wir jetzt hier 313 PS, entsprechend hier 230 kW. Dann hier den 550, ja, da hat er irgendwie welche Einträge, glaube ich, irgendwie nicht so ganz richtig. Hier haben wir die auch die Bezeichnung natürlich oben stehen. Haben wir 350 PS, entsprechend hier 257 kW. Dann jetzt die hier, wieder 295 PS, entsprechend hier 217 kW. Also, wie wir ja sehen, da kommt jetzt auch gar nicht mehr hier der Wert hier mit die 400 PS, was davor da stand. So, dann schauen wir jetzt hier weiter hier. Reifenhersteller haben wir hier den Trelleborg drauf. Und ja, wir haben jetzt die Standardreifung, dann hier das Breitreifen davon oder wieder hier Standard. Nächstes gibt es Michelin, gibt es nur Standard. Dann haben wir hier Nummerisierung von 1 bis 5, was wir hier wählen können. Und hier natürlich haben wir noch hier ein Agrarlogo hier drauf, wie wir sehen. Das können wir uns hinzufügen und entfernen. Mehr gibt es hier bei diesen nicht, was wir so hier machen können. Als nächstes gehen wir hierher. Da haben wir hier unseren Maispflücker hier, den 875 FC Comp Speed. Komische Bezeichnung schon. Ja, also er kostet hier 38.000 Euro in Anschaffung und 1.938 Leasing. 10 km/h hier die Arbeitsgeschwindigkeit, 8 Meter die Arbeitsbreite. Dann haben wir hier als nächstes hier zwei Schneidwerkswagen. Einmal den C600 und einmal hier den TAM Launch 30. Ja, der hat hier, wie wir sehen, hier überall Reflektoren. 31 km/h Aufkleber drauf, Rundumleuchte, Blinker, hier das Ganze alles hier beieinander und wir sehen hier auch hier das Kabel. Ich gehe mal davon aus, dass der hier dynamische Schläucheanschlüsse hat und der hier, der hat das hier nicht, aber wir haben hier Lichter schon mal drauf, Reflektoren ist auch da hier. Der kostet hier 2.500 Euro und 132 Leasing. Ja, und der hier habe ich vergessen. Der kostet hier 5.000 Euro und 255 Leasing. Ja, da gibt es immer so viel, da kann man leicht was vergessen. Als nächstes hier haben wir unseren Class C600. Der kostet hier 31.000 Euro in Anschaffung und 1.581 Leasing. 10 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit, 7 Meter hier die Arbeitsbreite, das wollte ich schon sagen, 10 Meter, also 7 Meter hier, Leute. Dann haben wir als nächstes hier unseren Class Vario 750, 31.000 Euro Kostenanschaffung und 1.581 Leasing, hier 10 km/h genauso und 7 Meter die Arbeitsbreite. Wir schauen uns jetzt das Gute alles hier mal an. Da habe ich ja unseren Drescher schon mal hier dastehen. Der Nummer 1, hier unser Schneidwerk drauf, also texturmäßig, hier sehen wir, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das hier ist ein bisschen verpixelt, gefällt mir nicht so. Dann haben wir hier natürlich hier unseren, das wie wir hier sehen, hier, der zappelt ein bisschen, irgendein Problem vielleicht mit der Kollision hat er. Sieht man auch hier ein bisschen pixelig. Und hier natürlich unseren Maispflücker. So her. Ja, da steigen wir mal ein. So, machen wir das mal zu.
sehen wir jetzt hier, man kann mit der mittleren Maustaste die Türe auf und zu machen, wenn man möchte natürlich. Machen sie wieder ganz auf wieder. Starten wir mal die Hütte, wie wir hier, also jetzt sehen hier, ja, Spiegel hier mit Funktion. Starten wir mal. Sind wir hier, so ist hier animiert, Display genauso. Schauen wir mal, Schlüssel, nein, schade. Pedale hier, auch leider hier ohne Funktion. Fahren wir mal so her. Schauen wir mal wegen den Andocken. Rückfahrwarn Soundhammer. So, sehen wir jetzt die hier. Ah, das ist da, wo das normal mit dem Laser war. Ja, ein LS13, da habe ich mal so gehabt, ein Glas, da hatte hier dann so ein Laserstrahl gehabt. Dann klappen wir einfach mal das Ganze mal aus. So, her. Schalten wir mal, versuchen wir mal das zu senken. Lichter. Okay, das schauen wir nachher uns an. Erstellen wir es noch. So. Sieht schon mal so her aus. Wir werden natürlich das nachher im Feld natürlich dann testen. So, wir schalten das ganze Graffeln nochmal aus. Wollten nur hier diesen Attacher testen. So, mal abhängen. Schauen wir uns hier den Maispflücker mal an. Ja, wie wir mal sehen, leider ist die Hand ist ein bisschen weit weg. Wir haben hier einen Glatzkopf am Steuer sitzen. So. Die ganze sieht so her aus. Schauen wir mal. Das ist hier so her dargestellt. So, das war es einmal das hier, aber wir fahren nachher schon noch aufs Feld hin, ihr braucht ihr keine Angst haben. Also, das werden wir uns schon anschauen. Hier unser anderer Schneidwerkswagen. Der 600er. Ich hoffe, dass ich mit anderen hier nicht exzessiv verliere. So. Drei schon mal zusammenklappen. Vielleicht klappt das hier hinten auch hoch. Mal schauen, ich weiß ich ja nicht. Dynamische Schläuche, sowas habt ihr nicht, wie wir sehen. Nehmen wir mal ab. Ja. So. Aber wir können gleich mal hier schauen, ob da hier das Licht auch noch funktioniert. Und die Blinker natürlich. Also das wollen wir ja natürlich wissen, dass hier funktioniert. So. Sehen wir jetzt die hier? Da hier dynamische Schläuche. Dann sieht man hier ein Kabel schon mal so her. Steigen wir am besten mal aus und schauen uns das Ganze an. Also wir wollen natürlich das ja wissen. Ja, hier oben hier ist die Steckdose. Also das hier ist mit Funktion. Das scheint schon mal ja ganz gut zu funktionieren. Wir machen uns jetzt hier auf den Weg. Ich hoffe, ihr bleibt natürlich hier mit dabei, wenn wir jetzt auf dem Feld fahren. Es ist halt leider hier nicht, also die Halle Tornau, wo ich die Felder hier also mir bestellen kann, nach den Lust und Laune mit den einen Mod, den ich ja hier verwende. Geht hier leider nicht. Schade irgendwie, aber da müssen wir halt jetzt rauffahren. Da müssen wir durch, würde ich mal sagen. Sehen wir auch gleich hier, wie sich natürlich hier das fahren lässt. Rundumleuchte natürlich jetzt hier auch hier aktiviert und wir schauen mal gleich das Ganze jetzt an. Ja, voll. Auf dem Weg nach oben können wir natürlich jetzt auch so machen. Mal kann ich hier die Felder uns bestellen, aber leider geht das hier mit diesem Mod leider auf diesem Map leider nicht.
Also schauen wir uns das Ganze jetzt natürlich jetzt auch hier mal so an. Wie das jetzt natürlich im Dunkeln ausschaut. Da machen wir ja gleich unser Lichttest natürlich mit dabei. So. Dann sehen wir natürlich, wie das jetzt im Dunkeln hier ausschaut. Wandblinkanlage. So. Zweite Mal F. Dritte Mal, vierte Mal. Jetzt hier haben wir hier vorne mit Nummer 5 nur die Arbeitsleuchten eingeschalten. Nummer 6 hinten und natürlich hier unser Abladerohr. Wir haben jetzt auch, schauen wir mal, passt irgendwie, haut das nicht so richtig hin? Will er nicht all. Ah ja, genau, ich muss hier mal das Gerät wählen. So. Mag der auch noch nicht. Interessant. Wieso geht das jetzt denn nicht? Muss man mal schauen, was da jetzt los ist. Also. Den Drescher habe ich ja, seit ich meinen Computer jetzt aufgesetzt habe, noch nicht gemacht. Also ist eine kleine Panne mal mit drin. Ja, da müssen wir jetzt mal hier kurz mal durch und schauen wir bei Gamepad natürlich Geräte mal und Umleuchte abkippen. Lenkmodus, Geräte senken. Ich habe, wie man sehen, hier das gewählt, wie man sehen. Okay. Ja, gehen wir mal kurz mal zur Tastatur. Nochmal hier hin. Wo wir jetzt hier hin müssen. Das jetzt, ich bin ein bisschen langsamer hier mal. Habe ich das übersehen? Rennen davor. Also. Tempomat. Fahrtrichtung. Ah, hier ist es ja. Bis da, komischerweise, geht jetzt nicht. Wir wollen mal her. Machen das noch einmal. Gehen jetzt denn nochmal hier zum Gamepad nochmal hin. Hier haben wir ja auch nochmal abkippen. Umleuchte, Spanngurte, Motor einschalten. Hier haben wir das hier. Also, nochmal her. Speichern, jawohl. Und so. Mag er trotzdem nicht, komischerweise. Tja, vielleicht geht's ja auch bei den Mods so nicht. Müssen wir mal schauen, was wir hier noch haben. Geräte mal. Tja. Wir fahren jetzt einfach mal hin, schauen, was passiert natürlich. Und dann, ach, ich weiß was viel Besseres. Wir gehen nochmal ganz kurz her. Wir kaufen uns jetzt einfach mal den. Ja, vielleicht liegt es ja an den Mod. Müssen wir ja auch wissen. Also, komisch. Da funktioniert's. Warum geht das Rohr nicht raus? Tja. Vielleicht, weil der Eintrag falsch ist. Wer weiß. Also, wir tappen jetzt nochmal hier in die Tresche rein. Wir ziehen das jetzt hier gnadenlos durch. Ich habe schon gedacht, ich bin ein bisschen allerballer, aber ist nicht so. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Auch man muss auch ein bisschen Witze über sich selber machen. Also, wir fahren jetzt erstmal hier natürlich mal rauf. Ja, das Licht wäre auch ganz gut, natürlich. Wenn wir anhaben. Sind wir jetzt hier mit 30 km/h, also brettern wir rauf. 31 sind eingetragen. Und ich hoffe hier, dass ich alles noch dran habe. Ja, da hockt ja immer noch da beim Kreuz. Sowas aber auch. Die Nachtschicht hier natürlich im vollen Gange.
Ich finde, ein bisschen extrem hell ist die Kennzeichenbeleuchtung natürlich. Wir sind ja auch gleich da, braucht ihr keine Angst haben. Ich fahre nicht hier um die halbe Map natürlich. So. Langsam aber sicher, wir nähern uns dem Ziel. Ich habe mir gedacht, ja, machen wir das mal im Dunkeln. Aber sind wir jetzt hier? Vielleicht klappt das Rohr ja von selber aus. Man muss es mal ausprobiert natürlich haben. Komisch ist das Ganze schon ein bisschen. Da hinten ist ein Baum. Da. Ah, falsche Seite. Da muss ich doch in die Frucht reinfahren. Bremslicht. Rückfahrwarnsound haben wir ja. Also habe ich den Hänger hier ein bisschen blöde hingestellt. Ich habe, glaube ich, Fruchtzerstörung auch noch an. So, Dreschrauben klappen wir mal aus. Senkt natürlich unser Gerät. Ja, ist auch ausgeklappt. Was wollt ihr noch? So. Ja, jetzt fahren wir hier mit Spartablage. Schalten wir mal um auf Häcksler. Wir gehen natürlich jetzt hier, also braucht keine Angst haben, nur alles im Dunkeln gibt es bei mir natürlich nicht. Also hier haben wir jetzt hier unsere Häcksler-Funktion. Wir schalten das Ganze natürlich mal aus. So. Dreschen wir mal hier so lang natürlich. Und ja, wir haben jetzt hier unsere Spartablage mal angeschalten. Und wir gehen jetzt natürlich in die Innenansicht natürlich rein. Ja. So, jetzt hier natürlich hier die Spiegel ganz gut hier in Sicht, wie hier die Ansicht natürlich ist. Ich finde jedenfalls die Grafik natürlich hier von der Web selber ja echt genial. Aber irgendwie ein bisschen eigenartig finde ich hier natürlich das Aus. Ja, jetzt komischerweise, jetzt geht das Rohr. Interessant. Also das Rohr funktioniert schon. Jetzt testen wir hier das natürlich hier mit O. Ja, funktioniert. Warum es auf Rohr nicht funktioniert hat, keine Ahnung. Schauen wir uns einfach mal hier die Lok mal an. Also lokfehlerfrei ist er ja. Sehr interessant. Warum das jetzt so war? Ja, es kann sein, dass der mehr Geräteeinstellungen hat. Also mit G zu wählen. Weil mir es aufgefallen ist, wo ich jetzt das Schneidwerk, also das aktivieren wollte. Da hat man ja die Meldung gehabt, ich sollte erst den Drescher ausklappen. Das kann jetzt hier damit auch zusammenliegen. Wenn ich jetzt das Licht mal einschalte, können wir jetzt das Ganze mal hier testen. Der Lichtkegel, wie wir hier sehen, geht hier auch mit natürlich. Wir fahren jetzt mal ein bisschen so rüber. Ich finde jedenfalls sieht das Ganze cool natürlich auch aus. Wenn es hin und her fährt. Ist schon echt genial. Mir gefällt das aber auch ganz gut. Cooler Drescher. Die Animation ist auch ganz gut. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz zum Schalten. Jetzt hier ist alles hier orange unterlegt. Wir schalten das Ganze mal kurz mal aus. Also, komischerweise auf meinem Gamepad, da habe ich das schon auch gewählt, also hinzugefügt. Da geht das jetzt denn nicht. Jetzt hier geht es, wie wir ja sehen. Schalte ich ein. Okay.
Sollte normal mit V hier das... Oh, nein, geht nicht. Okay, was? So war das so schon. Interessant. Wir fahren jetzt einfach mal hier durch. Und laden mal ab. Ich bin da mal gespannt. Jedenfalls ist das schon mal sehr, sehr interessant. Warum das also da nicht funktioniert hat? Ja, Spiele sind irgendwie schon mal interessant. Das gleiche ist jetzt, wie wir mal gesehen haben, das mit der PS-Zahl, wie ihr gesehen habt, im Shop drin, dass da die Werte da nicht gepasst haben. Warum das so ist, keine Ahnung. So finde ich ihn, ist er ja ganz super gemacht. Sieht auch soweit das ganz gut aus, über die Hände halt her. Irgendwie sind doch hier ein paar kleine Kinderkrankheiten in dem Mod auch noch mit drin. Aber sonst so her, von außen her sieht er ganz gut aus, texturmäßig. Hat was jedenfalls was an sich. Meine persönliche Meinung. Die Leute, was gerne mit einem Flasche von Glas spielen wollen, ja, kann ich nur sagen, können Sie den ruhig verwenden, ist es also hier lockfehlerfrei. Bei mir jetzt gab es hier diese paar Probleme, wie ihr jetzt gerade gesehen habt. Da habe ich gedacht, ja, warum nicht soll ich das rausschneiden? Lassen wir doch das Ganze mal drin. Weil vielleicht hatten andere auch das Problem, wer weiß. Weil wieso habe ich denn das Rohr nicht rausfahren können? Davor nicht. Jetzt auf einmal geht's. Wir können den uns jetzt nochmal kaufen, natürlich. Und schauen wir mal, wie das ist, wenn jetzt der... Naja. Oder was im Kontakt hat. Muss doch das Rohr ausklappen können, denke ich mir. Aber erstmal hin zu uns, ne? Und schauen uns das Ganze natürlich an. So, sind wir gleich da, haben jetzt über 4700 Liter schon mal hier in unserem Kornspeicher drin. So, ich schalte mal hier den mal aus. Jetzt ist natürlich, das finde ich immer sehr wichtig, findet er den Hänger? Ja, er findet den Hänger, passt. Also, wir wollten ja jetzt hier das Ganze noch einmal uns kurz anschauen. Kaufen den jetzt rein, der Standard. Da haben wir das mit die PS, wie ich gesagt habe, mit die 400 PS natürlich. Ah, ja, geht wieder nicht. Also ich kann das Rohr jetzt immer noch nicht, wieder nicht ausfahren. Das tun wir dem erstmal hier ausklappen. Da war ja davor ja auch ausgeklappt. Ah, jetzt geht das Rohr. Aber da war davor ausgeklappt. Weiß ich ganz genau. Schon mal interessant. Tja. Es ist nicht jeder Mod gleich, würde ich mal sagen. Also, schon mal wirklich sehr interessant. Ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Mit Bleiten, Pech und Pan und also komische Variationen. Weil, Beispiel jetzt hier beim Original. Da kann ich das Rohr ausklappen, wie ich will. Der ist ja noch nicht mal ausgeklappt. Wo man sagt hier. Ist schon mal sehr interessant, das Ganze. Ja. Jedenfalls sehr interessant. Ist es halt ein anderer Mod. Anderer Mod, andere Funktionen und diverse Sachen. Ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Wenn ja, schaut's wieder rein. Würde mich freuen. Lasst da einen Daumen nach oben da. Damit sage ich Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.